Ja, guten Tag, liebe Liebenden. Hier ist der dicke Onkel aus Berlin. Also, das ist kein Bewerbungsvideo. Eigentlich bin ich auf der Suche nach schmutzigem Sex auf hohem Niveau mit etwas Liebe und ich bin sehr, sehr flexibel. Die Liebe kann man weglassen, denn Liebe ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Und solltest du mir jetzt mit dem Corinna-Blödsinn kommen, der schon lange nicht mehr aktuell ist, dann bitte ich dich, weiter zu klicken und hier nicht zu ficken, denn hier gibt es nichts zu ficken. Mann, Zielgruppe, ist ja süß. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, in meinem Leben habe ich einige Sachen weggelassen. Was hast du? Was bist du? Wo kommst du her? Das ist alles unwichtig. Sekundär. Super, super, duper unwichtig. Ja? Und wenn dir diese Sachen bewusst sind, dann klick auf mein Feld und bewirb dich brav. Struktur und Disziplin kannst du mögen. Es ist ein Konzept, was mir nicht fremd ist, es geht aber auch ohne. Ja? Einfach nur so hinsetzen und von oben reinhängen lassen. Dann wäre ich schon zufrieden. Jeder hat das Recht auf einen Fremdkörperreiz. Jeder. Auch du. Es ist alles gesagt. Ich möchte nicht attraktiv wirken. Ich habe eine Faible für schlimme Sachen. Ich ziehe gerne schlimme Sachen an und fahre dann nach Kreuzberg, Neukölln. Da kennt mich niemand, da falle ich nicht auf, da guckt keiner. Was hast du, was bist du, ist da völlig wurscht. Flasche in der Hand, Parkbank gesetzt, glücklich sein. Das ist das kleine Glück. Okay? Auch bei den Worten ist es wie immer, weniger ist mehr. Okay? Ich habe von allem viel zu viel. Von allem. Auch von der guten Laune. Ich hoffe, es ist nicht die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist überbewertet. Überhaupt sind Drüsen überbewertet. Ich wünsche noch viel Spaß in den blauen Seiten.